Willkommen zurück zu Daisy in Berezino. Da ist gerade hart was explodiert, ne? Oh ja. Auch mit ganz vielen Soundbugs und so. Sehr strange. Mal ganz kurz, was ist denn seit dem letzten Mal passiert? Irgendwas war doch, oder? Ah genau, so. Wir wurden getötet von Wallhackern. Ja, alle drei. Na gut, also so ist auch ausnahmslos, kann man das sagen, weil Luzi stand hinter einer Mauer. Ich stand unter der Treppe am Airstrip, also direkt in diesem Tower, unter der Treppe quasi, habe ich da gehockt und habe einen Headshot gekriegt. Daniel ist dann nochmal gespawnt, hat einen umgelegt. Und, immerhin. Wer ist das mit dem grünen Rucksack hier in der Garage? Ich. Okay. Ich. Ist dann aber auch durch die Wand erschossen worden, ja. Geil, auf jeden Fall. Geile Aktion. Ja, und jetzt sind wir wieder fresh gespawnt und haben uns ein bisschen ausgerüstet und sind in Berezino. Und hören Schüsse von irgendwoher. Ja. Ihr wird hart zusammenbleiben. Hart geschossen hier. Nee, nicht zusammenbleiben, sondern einfach mal ein bisschen nicht auf keinen Fall zusammenbleiben. Scheiße. Okay. Meinst du? Ja, so auf einen Haufen ist scheiße. Boah. Was ist das für ein. Was ist das für eine. Das kommt irgendwie von links. Oh, Alter, geht's hier ab. Das könnte aus dem Eckhaus kommen. Ja. Wo seid ihr? Ach lol. Geilen Seil, Junge. Was ist das für eine. Ist das eine AK oder was? Eine AKM? Wie ich das? Vermute das, ja. Also ich bin mir relativ sicher. Ich guck mal um die Ecke. Wo, Alter? Gehen wir rüber ins Eckhaus? Alter, liegt ein Rucksack. Ist Daniels Rucksack, oder? Ja, ja. Ja. Nimm. Achso. Ja, das Problem ist, wir können ja jetzt nicht. Warte mal, ich versuche mal hier um die Ecke zu gucken. Dein Hut, Alter. Kann ich den vielleicht irgendwie spotten oder so? Nee, schau mal darüber. Komm mit, Luzi. Das ist eine gute Idee. Halt Player, ich sehe Player auf der Straße, ganz hinten. An der Fabrik ist er jetzt reingelaufen, quasi. Okay. War der das? Ich glaube nicht. Nee. Ich versuche mal hinten rum in ein Haus zu kommen. Mal so ein bisschen in das Eckhaus spotten kann. Hintenrum meinst du? Ja. Wow. Nee, das alles kommt hier von der Fabrik. Was denn? Ich weiß nicht, irgendwie ist echt hart im Moment. Ja, hier sind wir doch safe. Ich bin hinten hinter den Häusern in so einer Garage gerade. Das ist auf jeden Fall Richtung Wasser. Bei der Fabrik, da haben sie gerade geschossen. Oh, da läuft ein Zombie. Never get out of style. Ja, jetzt ist die Hose wieder weg. Bei diesem. Ach, da bist du, alles klar. Lass hinter den Mauern bleiben hier. Hier sieht uns keiner. Kann man auch ein bisschen lugen. Ach, du rennst schon weiter, ey. Ja, ich bin gerade von der Straße gekommen. Wo seid ihr denn jetzt? Hinter dir. Hinter mir, hinter der Mauer? Bei dem Haus, oder? Alter, wie die da rumballern. Ach, das ist Patrick, ey. Lol. Seid ihr westlich oder östlich von der Straße? Vorm Pianohaus, vom zweiten Richtung, jetzt. Richtung Wasser. Ach, da seid ihr schon. Boah, Alter, Patrick, was geht hier ab? Von links wird auch geschossen. Pianohaus ist noch zu von der Seite. Keine Sorge, der Boss kommt. Alter, die haben doch so viel Munition, Alter. Lol, von links. Ich bin's. Ich würde die gern mir snacken. Ja, erstmal rausfinden von wo, ne? Vom Wasser sind die. Ja. Sind gearscht, wenn die uns sehen. Wir haben doch nix, Alter. Alle wieder im Busch drin, weißt du? Rennen wir zu den roten Toren, rechts? Ja, da, ich weiß nicht, wenn es schnell genug aufholt. Obwohl, nee, das ist nicht so geil. Da sind nur Maschendrahtzaun.
Alter, hockt euch doch nicht alle nebeneinander. Das ist ein Zombie im Baum. Was denn? Das ist Pro-Style, ja? Ich höre sie nicht mehr, ne? Oh ja. Sehe auch keinen, ne? Ach, du hast einen gesehen, oder was? Toll, Daniel. Ja, ach, Alter. Hier ist Bursch, Junge. Passiert nichts. Ah, das kann sein, dass sie in der Tankstellennähe sind. Denn wir haben es auch explodieren hören vorhin. Ach, stimmt, ja. Vor der Aufnahme. Da kann was dran sein. Ja, ist safe, Jungs, hier. Wo bist du? Ganz vorne? Ja, ich bin jetzt an dieser Halle mit den blauen Türen. Genau, geradeaus. Scheiße, Zombie gepult. Fuck it. Na, du mal wieder, ne? Ei, ei, ei. Nee, du. Ja, klar. Ey, du bist als erster an ihr vorbeigelaufen. Ja, komm. Mongos, chillt mal. Ist auch egal. Ich hab nichts zum Totschlagen. Achtung, Zombie. Halle ist clear. Sehr ja, gut. Genau. Jetzt ist er in der Halle, der Zombie. Ich euch liebe, ne? Oh ja. Ich bin jetzt hier an der Mauer. Und guck da mal. Zombie down. Wie wär's mit gut gemacht oder so? Sehr nice, Alter. Boah, danke, Alter. Du bist der Beste. Du bist einfach der Überking in Daisy. So, wo seid ihr denn? Mongos. Ja, ich bin hier quasi an der Mauer und laufe jetzt Richtung Tankstelle. Oh. Aber ich bin hinter der Mauer. Hier kommt man natürlich wieder nicht durch. Grüße übrigens an Jonathan. Ja, stimmt, wir haben total viel vergessen zu grüßen in den letzten 16 Folgen. Aus Baden-Württemberg. Hatten wir schon mal jemanden aus Baden-Württemberg? Ja, nein, oder? Doch. Echt? Das Schönste? Nee. Oh. Aufpassen, was du sagst jetzt, ne? Ja. Das schönste Kanton. Das Kanton? Ja, das Kanton, Alter. Hm. Ich finde das ein bisschen ätzend, dass man nichts mehr hört. Ich auch. Ja, schöne Grüße. Willkommen in der Mongo Crew. High five, Bruder. Haben wir noch einen? Ich geh mal da vorne rein. Haben wir nicht noch Lady Pink? Gibt's hier nicht auch noch? Gib mir Deckung. Schuss. Komm. Ah. Boah, weil ich dich gedeckt hab, Alter. Danke, Alter. Du bist der Beste. Oder Pink Tanne oder so? Haben wir schon. Oh. Ja, tut mir leid an der Stelle. Schöne Grüße an Pink Tanne. Nee, nicht mehr. Einmal reicht. Wir haben voll die geilen Schatten hier, ne? Oh ja, Hammer. Lol. Wow! Ich hatte aber keinen Sound dazu. Doch, ich schon. Alter. Da geht die Tankstelle nochmal in die Luft, Alter. Ja, Patrick, wo bist du? Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder ein bisschen in die Stadt rein. Bin sneaky in dem Gebüsch quasi, neben der Tankstelle. Nee, lass mal sneaky bleiben, Daniel. Ja, können wir auch, aber hier ist doch nichts. Alter, hier war vor 30 Sekunden noch Schüsse. Oh lol, besser weg von der Tankstelle, ey. Ich hätte jetzt so ein Lachflash gehabt, Alter. So auf einmal so, puch, lol, tot. Ach kommt, hier ist doch nix. Du bist wieder zu ungeduldig, glaub. Ja, wir sind auf der Jagd und da will ich natürlich auch was reißen. Wir auf der Jagd? Ich glaube eher, wir sind die Gejagd. Lol, Daniel, hinter dir bin ich. Im Gebüsch hier, guck mal. Ach lol. Voll sneaky. Clear, Ecke clear.
clear, clear, rein, clear, clear, Eckhaus, clear, 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 oben, clear, Treppe, clear. Treppe, clear, Treppe, clear, Treppe, clear, go, 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 go. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, Treppe, Kollege, clear. Da Boss. Was? Alles safe. Hört, nee, mal weiß auf, ich nicht. Hört mal auf zu ballern jetzt, bitte. Okay. Ja, das nervös. Ist halt immer, nein, das ist halt immer scheiße, weil du denkst immer, also wenn es dann wirklich abgeht, weißt du meist nicht. Da wird er nervös. Abgeht die Luzi, meinst du? Ich hab keinen Bock mehr zu sterben, Alter. Wir sind jetzt die letzten Aufnahmen, ja, es ist ein Abend, muss man euch erzählen, ja, wir nehmen jetzt einen kompletten Abend auf. Fuck, ich habe keine Munition mehr für die Blaze. Ja, siehst du? Hast du noch welche, Patrick? Nee. Lol, das ist meine, die du hast, ne? Nee, Bongo. Geschenk ist Geschenk, wiederholen ist gestohlen. Ja, komm, dann stehle ich mir die jetzt. Lol, Ehre, wenn wem Ehre gebührt, ne? Nee, ich bin Boss. Lol, Player. Reicht. Wo? Boah, was für ein Wichser, Alter. Oh, fuck. Luzi, Luzi, Treppenhaus. Wie, Treppenhaus? Scheiße, fuck, 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 fuck. Draußen, draußen, draußen. Ja, bin dead. Oh ja, ich hab's gesehen. Alter, sind das Hacker, ja, Alter? Nee, ich glaub nicht. Ja, aber guck mal, wie lange der schon schießt. Ah, stimmt, ist verdächtig, ne? Scheiße, 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 renn, renn, renn. Medic House, wo seid ihr? Tot. Fuck, 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 fuck. Nein, nein, nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ich bin auch tot. Das ist keine. Ja, die waren irgendwie zu viert. Ich hab die gerade noch gesehen, alle draußen. Scheiße, ey. Wie kamen die so schnell dahin? Oh, nein. Nein, das kann ich mir auch nicht erklären. Oh. Na ja gut, ich habe einen, hinten raus halt, habe ich einen gesehen. So, und der hat halt die ganze Zeit geschossen. Und wenn du gehört hast, wie oft die vorher schon geschossen haben, kannst du dir vorstellen, wie viel Munition er hat. Ah, wer weiß. Wo seid ihr gerade so? Ja, Black Screen. Lol. You are dead quasi. Also ich habe den einen gerade noch hart geaxtet. Ich weiß nicht, ob der das überlebt hat. Geaxtet. Lol. Ja, und ich bin unter krassen Stuff. Solnitch Factory. Also, wenn da jetzt krassen Stuff ist in die Richtung, dann müsste in die Richtung Berizino sein. Soll ich jetzt machen? Ja, komm. Machst du ja nichts. So viel zu, wir sind die Jäger, ne? Ich hol mir mein Stuff wieder. Also ihr habt es ja mal gehört, ne, die ganze Zeit dieses Geballer und wie oft die da gerade im Haus geschossen haben. Ne? Ich würde mal eure Meinung interessieren, ob das alles so safe ist. Ja, so viel Munition zu finden und so rumzuballern und... Also safe schon. Die haben es ja überlebt. Ja. Ah. Aber ich meine, ey, gerade der Wallhacker, ja, jetzt die Geschichte, also irgendwie... Lol, ich bin Bäre. Lol. Sofort wieder tot. Nee, ich bin Zwett. Ich bin gleich Bär, ich hol mein Stuff wieder, Alter. Meine Blaze ohne Munition. Hammer, nice, ne? Leute, ich höre hier auch schon wieder Schüsse. Unglaublich, Alter. Wie assi die Leute alle sind. Ja. Aber das seid ihr einfach, ne? Weil ihr immer so ungeduldig werdet. What? Bitte was? Und dann immer irgendwie Scheiße macht und dann. Dann ist wieder das Geheule groß. Redest du von dir? Lol. Stimmt, ich rede von mir. Ja, ne? Krass, der Typ. Aber weißt du, es. Oh, wieso immer alle drei? Weiß ich nicht. Ich sag dazu nichts mehr, Alter. Ich hab. Oh Gott, ey. Ne. Lol. Was ist los? Ach komm, Alter. Schon wieder? Ja. Ich sehe einen gerade tot auf der Treppe liegen im Bürogebäude. Ja, der hätte geilen Stuff dabei. Ja. Und dann werde ich von oben erschossen, weil ich zu gierig war. Ja, ja. Ja, eine gute Falle, ja? Weil das T-Shirt haben schon zu gierig. Oh geil, ich hab einen Helm jetzt. Lol, ich rede erstmal mit dir. Wenn ich jetzt Kinderstimmen höre, werde ich gleich aggressiv. Dann
wahrscheinlich kleine 12-jährige Kinder, die am Rechner ihres Bruders sitzen, weißt du? In Osteuropa. Ja, abgeht heute, ne? Lol. Das liegt aber am Morgen. Bitte was? Am Morgen? Ja, am Captain. Ach so. Ja. Ach, finde ich gut, dass Koja da auch mal ein bisschen aus sich rauskommt, ein bisschen Emotionen zeigt. Laut war gestern. Ja. Jo, neue Stadt. Jo, alles klar. Ach, Daisy macht schon Spaß, ne? Da muss man. Nee, so schon. Nicht. So, also heute, die Aufnahmen heute alle, die waren alle für den Arsch. Es war irgendwie. Wir sind nur am Losen, Alter. Nur am Losen. Das ist so das, was mich so ein bisschen aufregt, ja. Das hier Wallhacker, ja? Wallhacker. Was für einen kleinen Penis muss der haben, Alter? Warum lädt Lol. Man sich einen Cheat runter für Daisy? Eunuch. Warum? Ja, sollen sie Call of Duty zocken und da ihre 100 zu 2 Kills machen von mir aus. Aber was für eine Motivation hat man in Daisy Wallhack rumzulaufen? Ich nicht. Das macht die halt geil, wenn du halt eine Stunde lootest und erschossen wirst. Ja, super. Ich mach mal Stillleben, Waldlandschaft die nächsten 5 Minuten. Ja, ich bin jetzt wieder in Beere, kurz davor. Also je populärer das Game wird, umso schlimmer wird es in letzter Zeit. Ja, jetzt redst du mal nicht kaputt. Also das Game ist ja jetzt schon mega populär. Ich weiß gar nicht, ob das noch populärer wird oder ob die Spieleranzahl sinkt oder wie das gerade sich entwickelt. Ich meine, also ich habe das Gefühl, die Server sprießen halt voll jetzt gerade. Ne? Also ich meine, guck mal, wie viele Server wir am Anfang hatten und wie viele Server es jetzt so gibt, wenn du durch die Liste scrollst. Also ich finde schon, dass es ganz schön viele geworden sind. Weiß ich nicht. Also ist mein Empfinden so. Oh, Empfinden. Ja. Emotions, wow. Gefühle, oh. Er hat Gefühle gesagt. What? Lol. Warte, muss ich mich kurz geißeln gehen. Läuft gut heute, Freunde, läuft gut. Läuft bei uns. Läuft, Bruder, läuft, Bruder. Ah. Habt noch jemanden zum Grüßen? Wie bist du jetzt drauf gekommen, wegen Bruder? Ja. Geil. Natürlich haben wir noch wen zum Grüßen. Ja, sag an, Patrick. So. Nicole C., meinst du? Nee, und zwar... Sandy 14. Sehe ich jetzt hier gerade... Henrik, 14 aus Cuxhaven. Ach, der guckt da aber. Nee, wirklich, den gibt's wirklich. Ja, ich hab die Liste auf, du Mongo. Also, irgendein Funfact? Nee, leider nicht. Cuxhaven finde ich eigentlich schon funny genug. Ja. Ja, ne? Da guckt er halt. Da guckt er halt. In Cuxhaven. Och. Wird Gott. Ja auch geschrieben G-U-C-K-Hafen. Guckhafen. Willkommen am Tiefpunkt. Willkommen in der Mongo-Crew. Hi, Wolf, Bruder. Ja. Ich wette mit dir, Daniel schneidet alles raus, Junge. Nee, eine intellektuelle Demütigung. Ich bin was Besseres. Ich muss das rausschneiden. Na, wird nichts geschnitten. Bei mir geht es nur mit Niveau. 10k Abos. Nivea. Ins Face. Ja. Was ist das denn jetzt für ein Geklatsche? Applaus. Na, für Luzi. Ach so. Wieso das denn? Weil ich Luzi geil finde. Alles Bongos, ey. Ich hätte fast mitgeklatscht, aber das wird irgendwie komisch überkommen. Stehst jeden Tag vorm Spiegel morgens, motivierst dich, du bist Boss. Ja, mit Klatschen, meinst du? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Blutung, jetzt, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt im Bärer, Jungs. Voll geil, bleibst kurz stehen am Spiegel, du hältst an, ey. Und dann fängst du an zu applaudieren, ist doch geil. Ah, klopfst du nochmal auf die Schulter? Das ist ja... Oh Gott. Ja, und dann haben wir noch... Oh, auch Fun Fact, ja. Jonas Bauer, 16, ist ja auch schon einer der Älteren hier,
aus Hohenwarsleben bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Was ist dieser sarkastische Kommentar? Bitte, wie hieß das bitte? Hohen was? Hohenwarsleben. Ich weiß nicht, warum immer der Name Leben dahinter kommt bei denen. Also was heißt bei denen in Sachsen-Anhalt? Das ist ja auch da pulsiert das Leben. Heildersleben, Sandersleben, nee, Sonderhausen. Alter, oder so. Das aber sind alle voll sneaky drauf, weißt du. Warum steht da immer Leben hinter? Kann mir das einer beantworten und in die Kommentare schreiben, bitte? Das wäre großartig. Oh, schreibt's mal in die Kommentare. Ja. Jetzt schreibt's. Guckst mal nach, ob schon ein Kommentar da ist? Ja, warte mal. Raustappen. Ach so, nee, ist noch gar nicht online. Ah. Ah, ja. Ah, ist noch privat. Ja. Livestream meinst du irgendwann? Facebook-Challenge? Ja, Livestream, Facebook-Challenge. Snowboard-Kids. Snowboard-Kids und Direwolf, ja. Ist übrigens letzte Folge abgedreht, ja. Ist auch schon veröffentlicht, ja. Ist okay. Vorbei quasi. Achso, Watch Dogs jetzt eigentlich auch geschafft. Es ist vorbei. Ja, ist aber zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, die letzte Folge noch nicht veröffentlicht. Aber ich habe es durchgespielt. Wie fandest du das Ende? Welches? Das allerletzte Ende oder? Also das Emotion-Ende. Das Emotion-Ende? Ja, ich habe dir ja gesagt, was ich... Bullshit, oder? Ja, was ich so erwarte eigentlich oder was ich mir erhofft habe noch. Ja. Mit Clara und, also ja, dass mit Clara vielleicht noch was geht, dass eventuell die Schwester bei Damien doch so ein bisschen mit unter der Decke steckt, weißt du, so irgendwas so in der Richtung, aber nix, ne? Nix. Kommt gar nichts einfach. Nee. Oh, Clara, ihr müsst euch in Sicherheit bringen, so, und dann fahren die weg. Und sind weg. Ja. Ja. Ich meine, dann haust du Damien noch um, dann passiert noch das Unausweichliche, dieser... Gut, ich weiß nicht, ob... eigentlich kann man es jetzt spoilern, oder? Ich meine, jetzt... Ist ja, Game komm, hau raus. Ja. Dann kommt dieser Oldboy am Ende noch. Das war auch so klar, ne? Das war auch so klar einfach, dass der nochmal die Seiten wechselt für Knete. Ja, aber hat er dann im Endeffekt ja doch nicht. Wieso? Der wollte ich doch umbringen. Ja, aber dann haben sie doch nochmal telefoniert hinterher. Hast du das gar nicht mitgekriegt? Als hätte ich noch was erwartet in dem Moment. Hast du abgeschaltet oder was? Dann hast du auch gar nicht mal im Abspann gar nicht mehr mitgekriegt, was da noch abgeht? Ach, verarsch mich nicht. Dass du quasi zu Maurice nochmal in die Garage gehst? Ach, fick dich. Alter, du bist so ein Lappen, Alter. Oh ja. Also, es ist ja so, du stehst da auf dem Leuchtturm mit Damien, ne? Ja, genau. Und dann bettelst du dich, oder beziehungsweise dann kommt halt der wie hieß er? Juan? Na, der Juan Son? Na, der Japse halt von der ersten Folge. Ja, den meine ich, Old Boy. Ja, Old Boy, genau. Und dann schubst du den ja irgendwie runter und erschießt Damien. So, dann kommt ein Stück Abspann. Ja, genau. Ja, und dann kommt, also eine ganze Zeit Abspann. Und dann, wenn der vorbei ist, klingelt ein Telefon. Und dann sagt halt der Old Boy, wie geht's dir? Ich blute ein bisschen. Und du? Und dann sagt Damien, beziehungsweise Adrian halt, Aiden sagt dann halt, bei mir geht's auch. Und dann sagt er irgendwie, Maurice plappert übrigens alles geradeaus, der ist am Ende. Explosion. Lol. Alter. Bist du auch hier, Luzi? Ja, ich bin beim Polizei. Bei der Polizei. Und dann sagt er halt zu Aiden, musst du dich drum kümmern. Und da sagt Aiden, ja, so läuft das Business. Und dann sagt der andere, so läuft das Business. Und dann geht Aiden nochmal in die Garage zu Maurice. Ja. Oh, Maurice. Wow. Wo bist du, Luzi? Alter, Bahnhof, geil, Bahnhof. Wie er mich voll ignoriert, Alter. Ja, Alter, ich werd beschossen. Ja, Junge. Ja. Patrick, das war wieder ein mega langweiliges Ende, weißt du, von dem... Nee, das war nämlich gar nicht so langweilig, weil du nämlich nochmal die Wahl hattest, ihn zu erschießen oder nicht zu erschießen. Echt? Bist du das? Daniel, Alter, was geht? Wie Daniel einfach nur... Ich boxen, Alter, hör doch auf. Spiel vorbei war. Hure, warte mal, da kommt ein Zombie. So, du Mongo, was machen wir? Da rennt ein Player auf der Straße da hinten. Da sind. Lol, guck mal da hinten auf die. Oh, guck mal, da sind fünf Player. Alter Schwede, weg hier. Seid ihr noch Berezino? Alter, ja. Okay. Daniel, renn. Nee, warte mal, ich will mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Wo bist du? Auf der Straße? Ja, komm mal raus, bitte, Luzi. Ah, das sind Russen. Ich hoffe, die zielen auf den Zombie. Ja.
Das waren die aber, ne? Wenn das Russen sind, waren die das von eben. Ja, das sind die. Die haben alle eine M4, glaube ich. Komm mal raus, Luzi. Ich hab Schiss, Alter. Friendly, 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 friendly. Ich ja, versuche ihn umzuboxen. Ich bin ja, jetzt gut. In der neuen Stadt hier ein bisschen am Looten und ich glaube, die Folge ist auch rum jetzt, ne? Ja, ne? Lässt sich noch erschießen? You need food? Food, yes. Und sie ist wahrscheinlich hoch yes. Angespannt gerade. Let's go, Bock. Ich spreche eine Sprache, die ich nicht verstehe. Round one fight, Mortal Kombat. Ja, Watch, ich keine Ahnung, das Ende hätte jetzt für mich auch nichts mehr gerettet, glaube ich, in Watch Dogs. Oder habe ich das doch gesehen? Weiß ich gar nicht. Also die letzte Handlung ist halt irgendwie, dass du dann wirklich dich entscheiden kannst zu gehen oder du erschießt ihn. Und dann kommt nochmal ein Abspann und dann ist quasi, stehst du wieder in deinem Auto. Also dann die Story vorbei und du könntest halt weiterspielen. Ah, Dubrovka. Ich bin hier gerade umzingelt. Ah, bist jeden Moment tot. Oh. Die machen Scheiße mit dir. Aua. Oh. Wodka bliert, oh. Ah, fucking Dubrovka, ey. Don't worry. Be happy, oh ja. Yeah. Don't worry. Ah, das gefällt ihm, ne? Be happy. Warum lachst du denn so, Alter? Er sagt immer, don't worry, und ich sag immer so, be happy. Ja. Be Lord, happy. In 3 Kilometern bin ich bei dir, Luzi. Don't worry. Was geht bei Ihnen? Tanks. I need Rex, I think. Ey, die sind voll nett, Alter. Die verbinden mich wieder. Ja, um was mit dir zu machen? Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall bewusstlos. Ja, das ist super. Haben die auf dich geschossen vorher? Ja, klar. Dann habe ich halt ein bisschen mit der Sympathie halt gespielt, oder? Der Boss auf dich geil, dann haben sie gesagt, ja, Boss, kein Problem. Yes, and Drax, please. Ja, und die erstmal bewusstlos. And Morph. Lol, noch ein Can-Opener. Ich kann einen wegschmeißen. Geil. Thanks, man. Morgen Sonntag? Ja. Morgen ist, Sonntag. Die Aufnahme läuft noch, ne? Wollen wir die mal beenden jetzt, oder? Warte mal, ich werde gerade verbunden und so. Ja. Nicht, dass wir alle ins Bett gehen und ich nehme noch auf hier. Ja gut, also ich loote hier eben broken. Noch, ich für meinen Teil, ja. Damit ich sehe, was bei Luzi abgeht, ja, der guckt bei Luzi rein, ob sie auf ihm noch jeden. Irgendwas in den Arsch stecken oder nicht. Oh ja, ich hab gerade so eine fette M4 in meinem Arsch drin, Junge. Oh, okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö. 20 ich halt noch ein bisschen drauf hier. Meinst du? Ah, klar, Mann. Bisschen durch den Wald laufen. Die sind mir doch sehr sympathisch hier, Toll, macht Spaß, wenn so. Macht auch Spaß, wenn man kein Wort versteht, was sie labern. Freuen sich bestimmt voll viele. Boah, geil, 40 Minuten Folge so. 30 Minuten lang passiert nichts. Ja, was hat denn der in der Hand? Ein Snickers oder was? Achso, nee, Morphium. Gibt auch andere tolle Schokoriegel, wie zum Beispiel Mars. Mars, Twix, da gibt's auch Bounty. Noch Bounty, genau. Rider. Rider. Und der sonstige. Okay, thanks, man. Very nice. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich habe so ein Gefühl, dass ich da lang muss. Okay.
Kann ich an der Sonne ablesen, weißt du? Alter, die nehmen mich mit. Wohin? Polizeistation. Juckt die nicht. Juckt die nicht. Boah, wie hier alles gelootet ist, ne? Das ist echt abfuck, ey. Wie man so einen Server so schnell leer looten kann, ey. Lol. Ja, ich mach auch mal Schluss hier und wenn noch was passiert, dann schalte ich rein. Tschö. Go to jail. Wo ist denn der Jail? Achso, da drin, ne? Ja. Roleplay, sagst du? Na klar, wie es aussieht gerade schon. Ich bin jetzt gefangen, oder was? Hammer geil. Ich versuch zu dir zu kommen, Luzi. Hammer geil, ich bin im Gefängnis jetzt. Die haben mich eingesperrt. Ja, jetzt lachen sie noch ein bisschen. Ist toll. Das müssen wir auch mal machen. Auf einen russischen Server gehen, so. Und da mal ein paar Leute richtig hart. Boah, wurde jetzt erschossen? Hast du jetzt erschossen? Nee, da wurde draußen niemand erschossen. Blüht ja auch bald. Ach man, nice, Junge. Wir haben bestimmt voll Spaß gerade. Ja, einer bewacht jetzt die Zelle. Knüppel den mal nieder. Kommst du Beere rein? Ja, ich bin gleich da. Okay. 2 Minuten. Alter. Die sind aber saugut unterwegs, ne? Die sind auch top ausgerüstet hier, ne? Ja, ich meine, wenn du den Trupp anguckst, dann siehst du auch, weshalb wir gerade gestorben sind. Oh ja. Da geht gar nichts gegen die. Wie viele sind das? 6, 7. Ich bin jetzt hier quasi gefangen, ey. Hammer. Voll bitter, ne? What? Lady Punk wolltest du wahrscheinlich grüßen. Ach, kann auch sein, ja. Schöne Grüße an Lady Punk an dieser Stelle. Alter, nimmst du noch auf? Ja, klar. Und ich rück sie rein. Sorry. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und willkommen zurück im Anlauf nach Berezino. Ist es eine Rottenbanane? Will der mir gerade eine Rottenbanane da reinschieben oder was? Luzi, ich stehe dir bei, keine Sorge, ich bin gleich da. Komm mit meinen Iron Fists. Bin gespannt, wann ich tot bin. Wollen wir wetten, wie viele Sekunden habe ich noch? 40? Jetzt ist das sie selber. Ich könnte jetzt umboxen, theoretisch. Boah, wenn er jetzt umfallen würde, ne? Alter, will mir diese rotten Banane in den Mund schieben. Was soll das denn jetzt? Ja, dann sprich mal Machtwort. Ja. Ja, die können ja kaum Englisch. Soll ich nochmal umboxen? Bist du das? Box, Luzi. Gib's ihm. Ich sehe gar nichts hier. Friendly. Unconscious. Ich lebe noch. Dead. Oh mein Gott. Ja, sorry, Luzi. Befreiungsaktion ist irgendwie gescheitert. Oh fuck, ich bin auch tot. Ich habe noch 3 boxen können. We love you. Oh shit. We love you. Ja, und mit diesen abschließenden Worten. Bis morgen. Daisy, 20 Uhr.
Boah, Freunde, was eine Aktion mit den Russen hier. Wir eingeknastet und im Endeffekt dann wieder mal gestorben, aber na gut, das war ja klar, dass wir da sterben werden bei den Russen. Wir waren da ja Gefangener nur, Kriegsgefangener, und konnten quasi mit unserer Sympathie ein bisschen punkten. Aber naja, weiter geht es mit DayZ morgen 20 Uhr, Freunde. Bis dahin.